Hey Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von Slither.io. Ich spiele ja aktuell ein paar IO-Spiele, zumindest unregelmäßig. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich eins gespielt habe, ist schon 3 Wochen her. Aber es liegt einfach daran, weil die Zeit so schnell vergeht. Da kann ich ja nichts für. Und heute im Video spielen wir Slither.io. Für Leute, die noch nicht so lange auf YouTube unterwegs sind, Slither.io ist ein Spiel, das war mal für so einen Zeitraum von 2-3 Wochen eins der beliebtesten Spiele auf ganz YouTube. Nicht mal ein Joke, ich glaube 2015 oder so. Was auch der Grund ist, dass es halt wahnsinnig viele YouTuber-Skins gibt. Hier zum Beispiel PewDiePie, keine Ahnung, auch von irgendeinem YouTuber. Ich meine, Jacksepticeye gibt es auch. Es gibt ganz, ganz viele. Ich habe mich aber dazu entschieden, ich repräsentiere heute die Schweizer Flagge. Und ich werde die Schweiz in die Top 10 bringen. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch geht. Geht's jetzt? Jetzt geht's, okay, gut. Und wir werden die Schweiz nach vorne bringen, ja. Mich stört ein bisschen, dass die Top 10 so quasi durchsichtig ist. Also transparent, man kann da halt durchgucken. Aber wir brauchen nur 7000 Punkte, um in die Top 10 zu kommen. Ich meine, das ist gar nichts. Nachteile von diesem Spiel, es gibt keinen Ingame-Sound. Nachteil Nummer 2, das Spiel läuft irgendwie mit 20 FPS. Also wenn es so aussieht, als ob es ruckelt, so ist das Spiel einfach. Das hat keine 60 FPS. Das ist mir damals nicht aufgefallen, aber es ist doch schon recht deutlich, dass das Ding hier nicht unbedingt das lustigste Spiel ist. Und weiterer Nachteil, wenn du stirbst, du beginnst bei 0. Ich habe hier letztens Dive.io vorgestellt, wenn du da gestorben bist, dann bist du nicht ganz bei 0 wieder angefangen, sondern du hast noch ein bisschen was Fortschritt gehabt. Und ich glaube, wenn du hier hops gehst, dann bist du halt wieder ein kleiner Wurm. Das heißt, du musst vorsichtig sein, aber das ist tatsächlich eins der IO-Spiele, die diesen IO-Trend gestartet haben, der ja schon halt tot ist seit Jahren, der IO-Trend. Aber natürlich, ich weiß, Agario hat es ursprünglich gestartet. Agario gibt es auch immer noch, das spiele ich vielleicht auch nochmal, aber Agario ist ganz schlimm. Weil es gibt aus irgendeinem Grund Agario-Leute, die das sehr ernst nehmen, das Spiel. Die dann da irgendwie einen Clan haben und richtig teamen, tryharden, das Spiel irgendwie 4 Stunden am Tag spielen, wo ich sagen muss, das Haus verlassen und Gras anzufassen ist kostenlos. Und damit meine ich nicht Gras und einfach eine grüne Wiese. Aber ja, wir haben jetzt schon eine Länge von 400. Und vielleicht ist 8000 doch mehr, als ich dachte. Das liest sich nach wenig, aber ich fahre jetzt seit 4 Minuten rum und wir haben 400 Punkte. Natürlich muss ich mal einen Gegner killen für ein bisschen was, aber vielleicht ist 8000 doch nicht so wenig. Sprintest, verlierst du übrigens auch länger. Deswegen sprinte ich jetzt nicht, was für Fun. Ich will ja Schweiz stolz machen. Der ist aggressiv, deswegen killen wir den mal kurz. Ich habe gesehen, dass der aggressiv rumgefahren ist. Man kann durch sich selber durchfahren, ne? War das nicht so? Ja. Ich meine, wenn ich einen fetten kill und auffress, komplett, dann gibt es auch nicht 8000 Punkte, sondern ich glaube 4000 oder so. Und auch nur, wenn du alles aufmampft, oder die sind viele Orbs. Einer anscheinend übersehen. Aber ja, ernsthaft, tragt einfach mal bei YouTube ein, slither.io und dann irgendeinen YouTuber, den ihr mögt. Wie gesagt, die Chance ist sehr, sehr hoch, dass er das gespielt hat. Wobei, ich glaube, in Deutschland war das Spiel gar nicht so beliebt. Ich weiß, dass Konkrafter das safe gespielt hat. Ich weiß, dass ich das und Sef das gespielt haben. Aber ich bin da eigentlich kaum erwähnenswert, weil ich hatte da, glaube ich, 3000 Abonnenten. Und Sef ist eigentlich auch nicht erwähnenswert, weil der war, glaube ich, auch ähnlich groß zu dem Zeitpunkt. Cool. Du kannst ja sogar, wenn der Gegner dumm ist, kannst du dir den mit der Schlange einkreisen, also dass der in deinen Kreis drin ist. Und dann kannst du den Kreis immer weiter schließen und die Falle schlägt irgendwann zu. Die ganze Dia-Rüstung, Leute. Und so. Oh nein, das bringt ja nichts. Langsam spielen, dann, also ich habe jetzt hier gerade für original 8 Minuten. Ich habe für 8 Minuten mich hochgefahren, um zu 1000 Punkte zu kommen. Nur um dann halt von irgendeinem kleinen erbärmlich zerstört zu werden. Die Top 10 ist auch interessant. Das Spiel scheint wohl in Osteuropa sehr beliebt zu sein. Ah, ich war nicht lang genug. Ich wollte jetzt einsperren, aber mir hat ein bisschen Länge gefehlt. Damals irgendwie auch ein Add-on, wo ich raus. Eigentlich ist es ein Hack gewesen, so gesehen. Aber ich hatte ein Add-on gefunden. Oder habe ich ein Add-on? Es gab doch kein Add-on zu diesem Spiel. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, rauszuscrollen. Dass du einfach 5-mal so viel gesehen hast wie alle anderen. Ich weiß nicht mehr, was es war oder wie ich das gemacht habe. Bleib mir in der Nähe, dass wenn der kaputt geht. Ich mache selbst kaputt. Ich kann jetzt leider nicht viel davon einsammeln. Oh, das ist noch ein Angriff gegangen. Okay. Ein bisschen war drin. Oh. Wir waren ineinander. Und trotzdem ist keiner gut gegangen. Wir sind wieder bei 1000 Punkten. Ich muss mal kurz meine Facecam verändern von der Position. Ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. So.
Aber meine Facecam hat die Punkte überdeckt. Wir sind jetzt bei 1000 Punkte. So, wir sind auf Platz 57 hier. Es sind 285 Leute in der Lobby. Weißt du? Ist nicht nur. Der ist so groß, aber ist noch nicht mal in der Top 10? Echt jetzt? Oh mein Gott, der ist in der Top 10. Wie auch immer das ist, der ist safe in der Top 10. Guck dich mal den fetten Boy an. Der wollte uns alle einsperren. Der muss sich in Sprintduell gehen. Ich bleib halt da so ein bisschen in der Nähe. In der Hoffnung, dass der kaputt geht. Irgendwann. Der ist aber echt überall. Der ist links von mir, über mir ist der. Rechts von mir ist er bestimmt auch. Du willst im Grunde aber immer eine lange Schlange haben, weil du kannst ja durch dich selber durchfahren. Das heißt, alles hier ist jetzt Safety. Und wenn du halt sehr klein bist, dann hast du halt einen kleinen Spielraum, um halt durch dich selbst durchzufahren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nice. Ich habe mir das jetzt gesichert. 3000 Punkte. Let's go. Ich muss jetzt aber mal ein bisschen Abstand gewinnen, weil hier ist gerade sehr viel auf einen Haufen. Buddy. Okay. 4000 Punkte. 4000 Punkte. Let's go. Platz 20. Ich will auch gar nicht lange in der... Oh, ich bin jetzt hier ein bisschen eingesperrt. Ich will auch gar nicht lange in der Top 10 sein. Eine halbe Sekunde reicht mir. Nehme ich. Jetzt brauche ich ein bisschen Distanz zu allen anderen. So, okay. Problem nur, jetzt brauchen wir 7000 Punkte für die Top 10. Das ist ein bisschen gestiegen. Aber das kann ja wieder kippen. Ich würde sagen, das ist so 5000 bis 8000 Punkte. Das ist die Top 10-Spanne. Der ist gestorben. Okay. Nice, 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 nice. 5-8. Okay. 6-8. Wir brauchen jetzt 8000 Punkte für die Top 10. Warum steigt das denn auch? Macht keinen Sinn, Risiko... Okay, wieso ist der so wild auf mich? Es macht keinen Sinn, Risiko einzugehen. Also gar nicht. Oh, ich bin jetzt eingesperrt. Team, die? Das, die Team, die Team, die Team. Die Team. Ja, ja, ja. Die haben mich da zusammen gehuntet. Ja, der Weiß kommt an. Die Team, die Team, die Team. Das ist ein anderer. Ne, ist derselbe, ne? Ja. Oh, Top 10, Top 10. Ich bin 9. Ich bin 9. Ich bin 9. Da sind einfach... Ja, Platz 8 sind wir jetzt sogar. Let's go. Okay. War jetzt aber wichtig zu sehen, dass die Team wollten und mich einsperren wollten. Weil ansonsten hätten die mich wahrscheinlich sogar echt geholt. Dann können wir jetzt mal versuchen, aggressiver zu spielen. Aber ich bin relativ sicher, wir gehen instant kaputt, sobald ich versuche, aggressiv zu spielen. Oh, lol. Oh ja, ich habe mich selbst gekillt. Es war mir aber auch egal. Top 10, wir haben Duffix in die Top 10 gebracht. Mit gerade mal 7500 Punkten. Und ja, ich glaube wirklich, mein Rekord damals waren 30.000 Punkte oder so. Ihr könnt es eben auschecken, wenn ihr wollt. Aber ja, es ist ein schweres IO-Spiel. Es ist ein IO-Spiel, was einen sehr hardcore bestraft für Fehler. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin, Leute. Und ciao.